Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans und einen wunderschönen guten Morgen hier vom Wandertag der Gruppe Vatertags-Ausflügler. Nein, Spaß beiseite. Wir besuchen heute einen Freizeitpark, den ich zum letzten Mal vor, ich glaube, über 20 Jahren besucht habe. Wir sind dafür 2,5 Stunden in die Schwäbische Walachei gefahren. Um genauer zu sein, befinden wir uns hier in der Nähe von Reutlingen und zwar bei Sonnenbühl. Traumland auf der Bärenhöhle, ein kleiner Familienpark, der aber in diesem Jahr eine komplett neue Achterbahn eröffnet hat. Die neueste Achterbahn aktuell in Deutschland. Der Berg killt. Und wir schauen uns heute mal den Freizeitpark an, fahre die neueste Achterbahn, die es jetzt aktuell zu fahren gibt in Deutschland. Und ich bin generell mal so gespannt, was sich in den letzten 20 Jahren so getan hat. Ich habe noch schwache Erinnerungen an den Park, viel weiß ich nicht mehr, aber ich freue mich jetzt auf den Tag und los geht's. Wir sind drin im Traumland auf der Bärenhöhle. Und warum ihr euch jetzt fragt, warum der Freizeitpark auf der Bärenhöhle heißt, das ist tatsächlich relativ witzig, denn unter diesem Freizeitpark befindet sich eine alte Tropfsteinhöhle, die man auch besichtigen kann. Und auf diesem Berg, wo sich die Höhle drin befindet, ist dann quasi der Freizeitpark angesiedelt. Ist schön im Wald gelegen, bisschen bergig, hat auch einen Märchenwald. Ich werde euch versuchen, alles zu zeigen. Jetzt ist aber erstmal unsere Mission, vor alle anderen Gäste hier ein paar Attraktionen zu fahren, denn auch hier wird es, glaube ich, wirklich gut voll werden. Aber jetzt schon der erste Eindruck, sehr idyllischer Park, schön im Wald gelegen. Also sowas gefällt mir ja immer besonders. Da braucht es meiner Meinung nach auch nicht immer die große Thematisierung. So, angekommen am Objekt der Begierde, der neueste Achterbahn in Deutschland, und dabei handelt es sich um eine Achterbahn von Art Engineering und natürlich dann auch in gewisser Hinsicht immer ein bisschen von Mark Rides. Kennt man im Europapark vom Bar Express, nur dass hier der Zug so aussieht wie nach einem Berghain-Besuch und die Schienefarbe auch ähnlich zum Berghain-Express wollte ich schon sagen, aber auf jeden Fall wirkt die Anlage optisch größer, als ich so auf Aufnahme erahnen konnte, und das sieht echt nach einem super Family Coaster aus. Und das Besondere, es ist mein Count Nummer 400. Bei Voltron habe ich es ja nicht geschafft, die 400. Voltron war 399 und hier wird jetzt gleich die 400. Achterbahn sein, die ich fahren werde. Ich habe also wirklich... Herzlich auf Tafel. Ja. That's best first. Wow. Ey, das da vorne ist ja fast ein Ranger. Ja. Wow. Cool. Alter, richtig schöne Familienanlage. Wow. Hast doch echt ein bisschen eine würdige 400, ja. Und immerhin fast eine Magbahn. Rüttelt auch nicht oder so. Sau geil. Echt toll.
Ja, Nummer 400 Achterbahne, jetzt geschafft. Und ich finde eine echt würdige Nummer 400. Die neueste Achterbahn in Deutschland sind wir jetzt schon gefahren. Letzte Reihe, ein First Drop, der für einen Kiddie-Family-Coaster, ich würde es schon fast als Family-Coaster bezeichnen, echt gut zieht. Und ich muss wirklich sagen, ich bin von sowas ein totaler Fan. Ich liebe es einfach, wenn Freizeitparks langfristig auf Qualität setzen und lieber ein, zwei Jahre länger warte, aber sich dann sowas von Art Engineering hinstelle, wie jedes Jahr irgendwie ein kleiner SBF Visa Coaster, der dann nach einem Jahr überholt werden muss, weil er schlägt und rüttelt und schlechte Reviews hat. Man merkt einfach die Qualität, es hat feste Fundamente, es ist eine gut berechnete Achterbahn mit super Fahreigenschaften und ja, deswegen habe ich auch gesagt, mit der neuen Achterbahn möchte ich in diesen Park hier fahren, weil ich sowas unterstützen möchte und es einfach toll finde, wenn sich kleine Parks auch solche Produkte, solche qualitativ hochwertige Produkte reinstellen. Also wirklich Glückwunsch Traumland, Theming ist zwar noch nicht fertig, ist aktuell echt noch so eine Baustellefahrt, soll aber auch kommen und dann wird es echt eine super runde Anlage hier für diesen Park. Guck mal, das ist ganz langsam. Guck mal. Wow. So, nach dem Art Engineering Wichtel Express fahren wir jetzt mit einem weiteren Produkt deutscher Qualitätsarbeit und zwar der Feuerwehrfahrt. Ich muss ehrlich sagen, der Park hat nicht mehr viel gemeinsam mit dem, wie ich es vor 20 Jahren kenne. Man hat in so viele neue Fahrgeschäfte investiert, alte Sachen ausgetauscht, durch neue ersetzt und dementsprechend fahren wir jetzt mit so einer Art Oldtimer-Fahrt in Form von Feuerwehrautos und die Q-Line ist richtig geil gemacht. Das ist als Abgrenzung, sind es einfach so ausrangierte Feuerwehrschläuche. Ja, jetzt kein mega krasses Theming, aber auch wieder so kleine Details, wo man halt einfach merkt, man macht sich Gedanken und das kennt ihr ja aus Videoblogs, aus diese kleineren Parks, Mondo Verde mal ausgenommen, dass ich das halt schön finde, wenn man sich wirklich Gedanken macht. Ich will ans Lenkrad und ans Gas. Ich sollte meinen Rucksack noch ausziehen. So, die Traumlandfeuerwehr fährt los und löscht die größten Brände im Schwabeländle. Auf dem Gaspedal geht's schnell und auf dem Knopf geht's Blaulicht an. Ich bin begeistert. Das ist ja super. Auf dem Knopf geht's Blaulicht an. Sowas macht mir Freude. Und man hat sogar zwei Lenkräder, also Geschwisterstreit ist hier schon mal ausgeschlossen. Sogar mit On-Ride-Fotoanlage. Der wurde geblitzt wie auf der Hinfahrt. Ist jetzt kaputt? Ah ne, fährt. Ich wusste gar nicht, dass deutsche Fabrikate auch so Plastikfiguren mitliefern. Ich dachte immer, das gibt es nur bei SBF Visa. Aber auch wirklich eine nette Rundfahrt für Kinder. Sieht man auch am Andrang. Vor allem die Jungs dürfte auf das Thema halt voll abfahren. Wir fahren jetzt mit einer Attraktion, die es eigentlich in viele kleinere Parks gibt, einer Kometschaukel von Sunkit-Hege oder damals noch Inno-Hege. Und das soll eine sehr heftige sein hier. Man sieht auch, wie hoch die schaukelt. Wir fahren jetzt mal zu dritt mit. Man kann das auch selber bestimmen, wie hoch man schaukelt, indem man in der Mitte an einem Seil zieht. Und die Dinger sind die absolute Airtime-Maschine. Es geht nicht über Kopf. Ich hoffe, mir wird nicht schlecht. Ich habe noch nichts gegessen. Und bei der Feuerwehrbahn eskaliert es mittlerweile richtig. Also ich glaube, es hat halt echt gerade eine höhere Wartezeit als dieser Wichtel-Express. So, dann gehen wir mal rein in das Gerät. Ich hoffe, der Bügel geht zu bei mir. Ich hoffe echt nicht, ich kotze. So. Ja, hält. Okay, hier Schnot aus. Wenn wir jetzt am Seil ziehen, dann geht die Brücke nach oben. Und jetzt ziehen wir am Seil und dann schaukelt. Ah, man muss ziehen im Rhythmus. Ich glaube. Also, ich weiß nicht, ob das so muss.
Muss das so? Eine Minute, 37 Sekunden später. Das ist super intens. Oh, lustigerweise wird es mir hier nicht so schlecht wie auf der Schiffschaukel in Efteling. Aber das können wir wirklich nicht. Airtime the ride. So, das Brückchen fährt runter. Das Bügelchen öffnen. Das war intens. Also das ist wirklich heftig. Nach Startschwierigkeiten haben wir es doch ziemlich hoch geschafft heute. Wir befinden uns jetzt auch in der Ecke mit einigen Zierer-Fahrgeschäften. Hier ist so ein klassischer Zierer-Family-Drop-Tower. Hier ein Zierer-Contiki in Thematisierung einer Steinschleuder bzw. mit so einer Felsen-Thematik. Und da unten gibt es eine kleine Eisenbahn und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht immer hier stand, sondern neu gebaut wurde wegen der Achterbahn. Und hier auch noch so ein kleines Hege-Fahrgeschäft, kennen wir aus dem Funny World, auch so eine Schaukel in der Art von einem fliegenden Teppich. Ich glaube, wir fahren jetzt erstmal mit der Eisenbahn und dann vielleicht mit dem Family Drop Tower. Okay, wir wollen jetzt nicht mit dem Zug fahren. Wir haben was gesehen und zwar, das habe ich noch nie gesehen, man kann hier Pferde striegeln. Und zwar gibt es so Plastikpferde und da gibt es so Körbchen. Ja, da ist Zeug drin. Da ist Zeug drin. Schleifen, Kamm, alles was Pferde mögen, Äpfel. Essen kann man denen auch geben. Cool. Das habe ich ja noch nie gesehen. Andererseits auch eine coole Möglichkeit, statt echte Tiere irgendwo in den Park einzusperren, so Plastikpferde hinzustellen und die Mädels sind glücklich. Die kann man jetzt wirklich striegeln. Das habe ich ja noch nie gesehen. So, ich habe mein Pferd gestriegelt. Mein Pferd hat einen 70s-Style, 70er Jahre, schöne Dauerwelle, Schleifchen. Ich nenne es Dieter Fohlen. Gesundheit! Wir fahren jetzt mit der Eisenbahn. Klassische Rundfahrt. Ich sieht relativ neu angelegt aus. Jetzt beschleunigt er. Früher gab es den Zug auch schon. Der ist aber, glaube ich, noch durch einen kleinen Tunnel gefahren. Gibt es jetzt hier nicht. Also relativ unspektakulär, aber klar für Kinder. Wenn ein Zug steht, eine große Modelleisenbahn, auf der man mitfahren kann, zieht es natürlich trotzdem immer. Und ja, eine nette Rundfahrt, ein bisschen was Entspanntes nach der Schaukel. So, nach der Zugfahrt geht's weiter und zwar fahren wir jetzt eine klassische Pferdereitbahn, die keine ist, sondern erst so eine Goggle-Reitbahn von Metallbau Emmeln. Sieht auch noch relativ neu aus, auch wieder schön angelegt, erinnert so ein bisschen an die Italo-Traktorpfade mit diesen Plastiktieren. Und ja, also ich muss wirklich sagen, der Park hat sich wahnsinnig verändert. Man merkt, dass sehr viel sehr neu ist und mal gleichzeitig halt auch wirklich bei den Attraktionen auf Qualität setzt. Metallbau Emmeln als Hersteller heranzieht, dann eben auch jetzt wie bei der Achterbahn Art Engineering, Zierer. Also es sind wirklich namhafte deutsche Hersteller, mit denen man zusammenarbeitet. Und ich finde, das merkt man dann auch insgesamt bei der Qualität des Parks einfach, dass es gut gemachte Attraktionen sind. Da ist sie wieder, die klassische SBF-Visa-Kuh. Ich glaube, in Italien gibt es einen Markt nur für diese Plastiktiere. Hier gibt es so einen Spielplatz, eine Baustelle-Thematisierung. Und das Geile ist, der Wickelraum ist einfach in so einem Art Baumcontainer untergebracht. Und hier so Verkehrsschilder, oder es ist mehr so eine Verkehrsthematisierung. Dahinter ist dann noch so ein Hege-Hubseilturm mit Baukran-Thematisierung. Also für Kinder ist das ja echt ein Traum. Es ist auch wirklich so, dass das Gelände hier wahnsinnig viele Spielplätze hat. Es ist sehr übersichtlich, das Gelände, aber für Kinder, für die Zielgruppe des Parks natürlich Wahnsinn. Das Traumland besitzt tatsächlich auch eine kleine Wildwasserbahn, gab es auch noch nicht damals. Also ich habe eh das Gefühl, dass einmal attraktionstechnisch der komplette Park fast ausgetauscht wurde oder general überholt wurde. Und der hat sogar einen Double Drop, also so ein kleiner gewählter Drop,
Handelt sich, glaube ich, um eine Anlage von ABC Rides. Kinderwildwasserbahn dürfe aber Erwachsene wohl mitfahren. Und das finde ich immer cool. Ich mag ja so Lokflumes, egal in welcher Ausführung. Und das Wasser sieht sauber aus, also holt man sich hier auch kein Herpes. So, das Boot ist schon mal nicht untergegangen. Bin sehr glücklich darüber. Ah, den Effekt kenne ich doch von Josefina. Bin mal gespannt, ob ich mit meiner Größe durchpasse. Geht. Aber für so einen Mini-Lokflum eigentlich echt schön gemacht. Hat auch eine schöne Fließgeschwindigkeit. Wir müssen immer wieder uns ins Gewisse rufen, dass es sich hier um einen Park mit Familie oder für Familie mit ganz kleinen Kindern handelt. Und auch dafür finde ich die Anlage echt nice. Das ist ja auch eine interessante Konstruktion auf Rolle. Und jetzt kommt der Drop. Ich habe echt Angst, dass ich ein bisschen arg nass werde. Hat ja schon ein bisschen was von Chiapas, also nass wird man auf jeden Fall. Wir befinden uns jetzt in einem der Restaurants des Freizeitpark Traumlands und was auffällt, man hat eine relativ große Auswahl an vegetarische und vegane Speise, also zum Beispiel klar Salat, aber es gibt auch so Veggie-Fleischbällchen mit Süßkartoffelpommes, vegane Hackbällchen mit Salat, also man hat da eine große Auswahl und natürlich auch typisch schwäbische Küche, Linse mit Spätzle, Kartoffelsalat und Fleischküchle. Alles zu einem, wie ich finde, sehr fairen Preis, außer die Getränkepreise. Das muss ich jetzt echt sagen, also 0,5 für 3,90 Euro, da ist man fast schon in Richtung Europapark unterwegs. Also das überrascht mich ein bisschen, weil sonst die Gastro preislich auf einem völlig normalen Freizeitparkniveau ist. So, esse ich da einmal einen Salat für 5,90 Euro. Kartoffelsalat mit Fleischküchle für 9,90 Euro. Ich muss aber sagen, das finde ich portionsmäßig, klar viel Kartoffelsalat, aber ein Fleischküchle finde ich, ja, ist preislich dann wirklich schon echt ein bisschen für so einen Family Park im oberen Segment angesiedelt und noch ein regionales Radler aus dem Schwäbische. Zusammen hat es jetzt 20,70 Euro gekostet. Ist für einen Freizeitpark mit Getränk voll noch im Rahmen, aber ich würde jetzt mal sagen, so für die Größe des Parks und auch im Verhältnis zum Eintrittspreis doch nicht ganz günstige Gastro. Ich habe jetzt fertig gegessen und ich habe ja gerade gesagt, es ist ein bisschen hochpreisiger, aber hey, geschmacklich richtig gut. Und ich habe jetzt auch hier gerade gesehen, dass die wirklich mit regionalen Produkten und zwar hier direkt aus den Nachbarorten arbeiten. Zum Beispiel, die Wurst kommt direkt aus Sonnenbühl, die verwendeten Eier kommen aus Neufrei und die Backwaren werden in Genking gebacken. Also es sind alles Ortschaften. Drumherum sieht man auch hier 9 Kilometer, 30 Kilometer, 6 und 7 Kilometer entfernt. Das ist natürlich schon gut und auch der Salat und jetzt das Fleischküchle, das war wirklich sehr, sehr lecker. Wir fahren jetzt nach dem Essen direkt mit einem weiteren Fahrgeschäft und zwar dem Family Drop Tower von Zierer. Steht gefühlt in jedem Park mittlerweile. Im Europapark, Phantasialand gibt es einen, Holiday Park und so weiter und so fort. Auch oft in den Indoor-Parks vertreten, Plopsa Indoor. Im Tichiland steht einer, also Zierer hat die Dinger verkauft wie warme Semmel und die machen auch echt Spaß, deswegen fahren wir jetzt eine Runde mit. Bin immer wieder überrascht, wie gut die kribbeln, die Dinger. Bubbelkurve. Aber der dreht sich voll langsam, oder? Das kribbelt echt. Ja, das ist der Whip, der Hip. Das macht mir Angst, denn bei keiner Traumland-Attraktion war das bisher so prominent angeschrieben. Auftretende Belastungen, Wirbelsäule und Bandscheibenschäden, Bluthochdruck oder herzliche Behandlung wegen Herz- und Kreislauferkrankung. Ich bin mal gespannt.
Oh, jetzt geht's in die andere Richtung. Alter, okay. Gefühlt doch ein bisschen schneller jetzt als Dancing Dingy. Dinzin, Danzi, Dinzin, Dinzi. Also, könnte jetzt aufhören für meinen Geschmack. Boah. Dazu noch der Rauchgeruch. War jetzt schlimmer als die Erdheim-Schaukel heute Morgen. Fahre ich nicht mehr. Also. Dancing Ding ist halt nach 2 Minuten vorbei. Hier ist jetzt gefühlt ein ganzes Stück länger gefahren. Wir fahren jetzt mit einer kuriose und zugleich interessante Attraktion. Es dürfte eine der ältesten Attraktionen hier im Traumland sein. Und zwar eine Madhouse. Früher, oder so wie es aussieht, mal was Transportables. Und so sieht tatsächlich Fluch der Cassandra, Villa Volta und so weiter aus, wenn man das Gebäude nicht drumherum hätte. Also man sieht hier quasi die Haschel, die sich um die Schaukel dreht. Es ist ein ultra oldschool Madhouse, das heißt aber nicht, dass es weniger intensiv ist, sondern eher im Gegenteil. Bei den Dingern wird einem erst recht schlecht. Hier sieht man auch die Ein- und Ausgangstüre, also alles noch händisch und mechanisch Betriebe. Und ich finde es super interessant, das mal so zu sehen. Hat man ja ehrlich gesagt nicht mehr oft diese Version. Es gibt noch eine auf der Kirmes mit dem Namen Hexenwippen. Ist aber, glaube ich, mittlerweile auch nur noch auf dem Oktoberfest zu Gast. Also wirklich sehr interessante Attraktion und wir fahren jetzt mal damit. Boah, die Luft hier drin schon. Ur-Ur-Ur-Version von Fluch der Cassandra und Villa Volta und so weiter. Sogar ohne Bügel. Also man sitzt hier einfach auf so einer Pritsche. Und das Theming an der Wand, das sind auch nur Gemälde. Es ist kein dreidimensionales Theming. Aber für die Illusion reicht trotzdem gleich zu denken, dass man kopfüber steht. Also wirklich eine sehr einfache Version von einem Madhouse. Ich habe eigentlich immer im Kopf bei solchen Madhäusern entweder die Fluch der Cassandra-Musik oder Villa Volta Musik. Und jetzt geht's los. Es ist sehr eklig. Oh no, ey. Mach Augen zu. Es schaukelt aber trotzdem ekelhaft. Mit Augen zu wird einem noch übler. Das ist nicht schön, weil es schaukelt halt richtig auf. Also sogar die Kinder machen die Augen zu und Kinder vertragen alles. Kommst du gleich vorbei? Aber Schaukeln ist auch so ekelhaft. Also das war gerade Motion Sickness mäßig das ekelhafteste, was ich seit langem gefahren bin. Also die Gegend ist halt Fluch der Cassandra und Villa Volta und wie es alles heißt, viel besser abgestimmt. Man schaukelt hier nämlich einfach drauf los und die Haschel dreht sich irgendwie. Es ist überhaupt nicht abgestimmt und es sorgt für ein ultra intensives Gefühl. Also das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Das war wirklich so was Ekelhaftes. Ich liebe Riesenräder, aber dieses Schild macht mir Mut mitzufahren. Noch mehr Mut macht mir das hier. Wir fahren mal mit. Könnte ja spannend werden. Habe ich schon erwähnt, dass ich bei Riesenrädern Höhenangst habe?
irgendwie seit dieser Steinschleuder läuft es nicht so für uns im Traumland. Steinschleuder wird schon schlecht, Madhouse absolute Kotschleuder, Rieserad mit offenen Gondeln auch noch. Aber die Aussicht ist schön, man hat eine schöne Aussicht über die Schwäbische Alb. Also wirklich tolle Anlage, echt ey. Wir sind jetzt im Märchenwaldteil vom Traumland und da sind so eher ein bisschen oldschool wirkende, aber trotzdem süß gemachte Märchen zu sehen. Und das Coole ist, die Märchen kann man einmal auf Deutsch, Englisch, aber auch auf Schwäbisch anhören. Es war einmal ein Schneider, der hat drei Buben gehabt und ein Geiß. Die Milch der Geiß hat die ganze Familie ernährt. Darum war es enorm wichtig, dass die Geiß immer genug zum Fressen hat. Einmal hat er 11 Stück Geiß aufs Mies zum Fressen gebracht. Am Abend hat er sie dann gefragt, ob sie schon satt ist. Bab satt, wie mein Kohlblatt. Mäh, mäh, hat sie dann gesagt. Die Musik hört sich sehr falsch an. Das ist ja echt wie so ein Family Guy Einspieler, so ein bisschen. Oh, oh, das erinnert mich an einen deutschen Märchenwald. Sorry. So, das war mein Videoblog aus dem Traumland auf der Bärenhöhle. Ein flächenmäßig wirklich Mini-Park. Also das ist echt kleiner nochmal als das Taunus Wunderland. Auch kleiner als der Freizeitpark Lochmühle in Hesse. Aber nicht weniger schön. Also es ist ein wirklich sympathischer Park. Man ist hier für die Größe des Freizeitparks auch, wie ich finde, super fortschrittlich aufgestellt. Es gibt vegane Gastronomie. Man kann überall mit Karte bezahlen. Es gibt auch so Bargeldautomate, wo man dann eben, wenn man mit Bargeld zahlt, Bargeld reinmachen kann, kennt man ja aus manchen Supermärkten. Und insgesamt muss ich aber sagen, ist der Park die letzten Jahre wohl auf ein mega qualitativ hochwertiges Level gehoben worden, denn vor 20 Jahren gab es schon viele alte Fahrgeschäfte, auch ein bisschen Trash, und das hat man hier jetzt nach und nach ausgetauscht durch modernere Anlage. Es gibt nicht mehr die alte Oldtimerfahrt, das ist jetzt die Feuerwehrfahrt. Die Art Engineering Bahn ersetzt eine alte Zierer-Marie-Käferbahn und so zieht sich das durch den ganzen Park. Und es ist flächenmäßig wirklich nicht groß, aber es ist halt der klassische Ausflugspark für Familie mit Kindern im Grundschulalter. Und das Geile ist halt, man kann hier Kinder auch wirklich mal laufen lassen. Die toben dann auf den Spielplätzen, die können auch die Attraktionen größtenteils schon alleine fahren. Und das macht es hier wirklich zum perfekten Familienausflugsziel. Toller Park, hat mir sehr gut gefallen. Und mit der neuen Achterbahn hat man hier jetzt auch, würde ich sagen, für Achterbahnfans echt einen Grund mal herzufahren. Denn die Anlage ist im Bereich Kitty Family Coaster echt nicht zu unterschätzen. Schätze, macht Spaß. Von mir war es das jetzt und bis dahin bleibt dran aus dem Traumland auf der Bärenhöhle. Ciao.